Moin, meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Hey, wo ist das Bild? Die Musik kann eine gute Laune machen. Ja, ich spiele jetzt wieder Mario Kart. Ich muss zugeben, die Sucht hat mich gepackt. Seit dem letzten Video dachte ich, okay, jetzt spiele ich mal die Turniere durch. Ich möchte jetzt richtig Gas geben. Aber jetzt geht er schon wieder weg, Bruder. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt einfach mal die Turniere durchzuspielen, ne? Als Training auch. Und dass ich dann online jeden wegfisten kann, sage ich mal. Ich bin hier schon eben einmal reingegangen. Und dann war ich hier, Grand Prix, und dann hier auf 50. Wir wollen natürlich klein anfangen. Dann habe ich Mario gewählt. Und dann habe ich schon eben so ein Motorrad hier gewonnen. Das ist da. Nee, war das. Das war das, glaube ich. Aber ich will hier mit dem coolen Go-Kart. Was gibt's denn hier eigentlich noch später? Das zeigt auch nicht alles an. So, und deswegen wollte ich das mit euch jetzt hier zusammen weitermachen. Hier. Kann man hier auch schon draufklicken? Nee. Aber wir fangen mal hier an. Wir spielen mal hier alles durch. So, Freunde, richtiges Turnier jetzt hier. Ja gut, eine schöne Silhouette ist hier wieder am Start. Pilz Cup. Kenner von Nintendo 64. Waren wir eigentlich immer am liebsten, weil die richtig so rennstreckenmäßig waren, so. Von der Optik halt her. So. Ah, wieder falsch gemacht, Junge. Was war das denn jetzt gerade? Ich spiele jetzt heute auch gerade zum ersten Mal, ne? Also ist alles hier auf Warm-up eigentlich, Digga. Ich kriege keine Kiste hier, Digga. Der Hurensohn, Alter. Also ich habe mir vorgenommen, ich will alle Rennen mit dem ersten Team abschließen. Weil, ja, ich will einfach gewinnen. Was ist die Hupe einfach? So, erster bin ich ja jetzt schon. Hier, ich muss mir auch mal die Abkürzung jetzt mal merken, weißt du? Ich hätte da rüber gekonnt und so weiter. Das muss ich jetzt lernen, Freunde. Also ihr seid die ganze Zeit dabei. Immer wenn ich Mario Kart spiele, seid ihr dabei. Das heißt kein heimliches Training oder so auf Kampf, weißt du? Okay. Oh, Digga, dein Ernst. Was soll das, Alter? Immer diese Dreckskacksau, die fette Mistvieh vorzunehmen. So, was gibt's denn hier noch ab? Wir müssen unser Auge aufhalten jetzt. Ich will Profispieler werden wir mal, verstehst du das? Guck mal hier, da! Die müssen doch eigentlich nur alle nehmen können. Müssen wir gleich mal gucken. Hätte ich mit dem Fallschirm da schon irgendwie machen sollen wahrscheinlich, ne? Das ist aber der Nachteil, wenn man vorne ist, weißt du? Alle geiern sie dich von hinten an und wollen irgendwas. Wie im echten Leben, Alter. Irgendwann kommen die Kakerlaken, weißt du? Ah genau, man muss nicht fliegen, oder? So. Ey, komm schon, Digga. Was soll das? Alter, Digga. Also, passt. Aber erster geworden, sehr geil. Ah, diese blaue Schildkröte ist, glaube ich, die heftigste, kann das sein, die mit den Stacheln. Ja, erster geworden, Freunde. So, weiter geht's, komm, ich will durchziehen. Nächstes Rennen, Highlights ansehen. Keine Zeit für Highlights. So, weiter geht's. Ein Wasserpark. Aber ich muss sagen, ich vermisse schon so diese alte Grafik von Mario Kart, ne? Das war schon. Jetzt ist das natürlich das alles sehr geil gemacht und so, aber der Klassiker, weißt du? Ich will mit dem Klassiker online spielen können, ey. Das wäre was. So, die Strecke habe ich einmal gespielt, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, glaube ich, aber.
erste Runde ging jetzt erstmal ganz locker durch, fand ich. Was ist hier eigentlich von da unten? Gar nichts wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht, konnte mal früh über die Banane. Ach, ja, schon wieder so ein Schild. Genau, konnte man damals über den über die Bananen springen? Nee, ne? Das ging glaube ich gar nicht, ne? Ich glaube, hier soll ich vielleicht auch mal driften, oder? Weil dann kriege ich ja Boost. Was passiert denn hier? Nichts, ne? Aber jetzt nichts Besonderes besser. Ich behalte die Schildkröte mal hier in der Hand, weil die verfolgt ja schön jemanden. Falls mir noch einer dumm kommt hier am Ende. Digga! Mit so einem kleinen Motor hinten. Klar, so zum Ende hin macht wieder einer auf Regel. Ja, noch erste geworden, Freunde. Du gleich das nächste Rennen hier! Gleich das nächste Rennen hier! Dings gibt es ja nicht. Ah, nix gefällt. Kein Boost, Emily. Was zwei da verzügelt ist. Ah, diesen Boost, den muss man immer machen, ne? Dann hat man immer schön nochmal einen Schubser und dann ist man schneller als die anderen. Ja, das ist wie die drei von gerade geblüht wollten, aber. Ja, zu gierig gewesen, ne? Was ist denn da los? Die Frage ist, ob der Drift allein schon eine Zeitverschwendung ist und der Boost erst nur wieder raus und die Zeitverschwendung, die man beim Boost, beim Driften hatte. Oder verliert man durchs Driften keine Zeit und der Boost gibt dir nochmal extra Boost und dann bist du insgesamt halt dann auch schneller als die anderen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt meine Frage halt so. Oh, Digga. Jetzt raste ich aus. Einer wollte mich ja mit dem Boomerang küssen. Mit der Wasser kann man nicht küssen wahrscheinlich. Ich bin da damit noch reingekommen. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare beantworten, ob Driften allgemein hier bei Mario Kart, weil im echten Leben ist das ja so, Zeitverschwendung ist, oder ob das hier egal ist und das dann noch zugute kommt. Nein, das war zu viel. Nein, bitte, aua. Nein, nein, bitte, komm nicht, komm! Ah. Oh, ich dachte, das wäre jetzt schon letzte Runde. Ich dachte, hinter mir wäre jetzt einer. Oh, Dicker! Das war der eigene? Das ist wirklich fick ist.
Warum nerven die mich denn von hinten? Was ist denn jetzt? Die scheiß Pflanze. Ja. Wenn du doch nicht das jetzt. Ja! Ah, wieder erster, geil. Ja, meine Freunde, ich würde mal sagen, hier machen wir Schluss, aber ich spiele jetzt noch weiter und wettet mal jetzt in den Kommentaren, schaffe ich dieses Turnier als erstes abzuschließen, also mit dem ersten Platz, meinte ich. In diesem Sinne, haut rein, ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn ja, gebt natürlich einen Daumen nach oben und wettet in den Kommentaren und wir sehen uns zum nächsten Mario Kart Video oder zu den anderen Gameplays. Also haut rein. Puh.